Bei einem Attentat wurde Donald Trump am Samstag verletzt. Der Republikaner wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania angeschossen. Laut dem US-Politikexperten Aaron Kell von der University of Michigan hat der Angriff einen enormen Einfluss auf den nun noch folgenden Wahlkampf. Very close, highly contested election that was already a big issue that is only going to become, you know, more rabid. And so now the next several months until the election in November are going to get, you know, that much more sensitive and very, everyone's going to be, you know, on pins and needles until the actual election happens and the votes are counted. In den letzten Wochen ging es im US-Wahlkampf eher um die Verfassung von Präsident Joe Biden. Der 81-Jährige hatte bei der Presidential Debate einen desaströsen Auftritt hingelegt. Die Berichterstattung darüber wird sich nun vermutlich ändern, so Kell. Hard to predict long term, but in the immediate time frame, there's just going to be kind of less, I think, partisan political rancor, much more ramped up security. And just a different media focus and narrative other than what we've seen in the last few weeks that have mostly centered around President Biden. Now it's back squarely to Trump and just what happened tonight. Dass Trump seinen Wahlkampf nun unterbricht oder herunterfährt, glaubt Kell nicht. Das Attentat wird vor allem die Art und Weise, wie Trump geschützt wird, beeinflussen, meint der Politikexperte. You know, any politician in a situation like this, you want to go on as business as normal and not allow this to delay your plans at all, and his level of protection will be elevated to something similar probably to Joe Biden and the sitting president. Any kind of future campaign rallies, if there's another debate in September, the Democratic National Convention in August, all those, the security starting in the Secret Service will just be at a much higher level. Bei dem Vorfall in Butler sind zwei Personen, darunter auch der Attentäter, getötet worden. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Trump wurde am Ohr getroffen und verletzt. Die US-Bundespolizei FBI stuft die Tat als Mordversuch gegen Trump ein und bestätigte den Täter. Es handelt sich um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks, einen Anhänger der Republikaner aus Bethel Park in Pennsylvania.